So, neues Kapitel mit dem Titel Zugzwang. Wir werden uns jetzt hier einfach mal ein bisschen durchfahren und schauen, wohin uns die Reise bringt. Gut, na dann. Voilà. Ein wenig im Wasser verkeilt, egal. Wir fahren einfach mal. Meine Bahn ist gestrandet, hier ist die Ecke dicht. Also die Wassereffekte sehen noch echt geil aus. Richtig toll. So, jetzt halt mal kurz an, weil ihm gerade ein bisschen komisch beim Hochfahren, dass ich quasi nach hinten geschleudert wurde. Aber egal. Gucken wir uns einfach mal an, wo es hier hochgeht. Also geht es ja nochmal runter. Bisschen Energie für den Anzug geholt. Hat sich doch schon gelohnt. Ich finde es ziemlich geil, dass die musikalische Untermalung immer nur an bestimmten Stellen stattfindet und nicht permanent ist. Ich finde, das sieht super atmosphärisch aus in den ganzen Gängen hier. Richtig geil. So, hier gibt's nichts zu holen. Alles klar, aber nur der Spawnpunkt für die Gegner. Man kann nicht auf die Weiche schießen. Nee. Ganz früher im Original konnte man auch auf die Weichensteller schießen und dadurch noch eine alternative Route freilegen. Gelodet wurde hier dann gestrichen. Okay, irgendwer blendet da vorne. Super, lad mal nach. So, den Bereich gucken wir uns aber noch mal etwas intensiver an. Okay, wahrscheinlich geht es da hinten dann weiter. Ah ja, okay. Das ist die Stelle, an der wir vorhin drunter durchgefahren sind. Ah, okay. Das ist hier der Übergang.
wo wir vorhin nicht reinfahren konnten. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz hier hoch. Gucken mal, ob's. Okay. Einer hat Sachen überlebt. Guck an. Aber gibt's denn bei euch irgendwas zu holen? In den Kisten irgendwas drin? Nee, die stellen sie aber auch immer sehr günstig irgendwo hin. Na, komm, such, mein Freund. Würde ich erst ein bisschen anfixen. Na komm, der Barnacle hat Hunger. Hey. Haben wir aber nicht gewettet. Gut, wir gehen gleich erstmal da unten gucken. Okay, jetzt bin ich noch etwas. Ach, wir werden wahrscheinlich dann gleich hinkommen. Okay, dort ist was, erstmal Strom. Hey, da steht unsere Eisenbahn. Perfekt. Gut, da ich das jetzt erstmal nichts mehr im Wasser ist. Erstmal das Kabel. Zack. Strom aktiviert. Beziehungsweise Kabel verbunden. Das heißt, wir können den Strom wieder einschalten. Und sollten jetzt ein wenig Power haben. Manchmal ist mit der Schrotflinte echt schwer zu treffen. Gut, das heißt, die Brücke haben wir runtergelassen. Sehr schön. Wir wollten erstmal nochmal hier unten gucken gehen, was es hier jetzt noch gab. Wahrscheinlich nicht viel. Beziehungsweise nix. Nee. Die Pizza ist allein. Sehr geil. The Cake is a Lie. Von Portal angelehnt. Oder an Portal angelehnt. Achso, jetzt sind wir hier oben. Ah, nice. Gut, egal wie. Jetzt laufen wir einen kleinen, nicht unbedingt einen Umweg, aber zurück zum Wagen. Sehr schön. Natürlich fahren wir jetzt hier mit Schrittgeschwindigkeit rüber. Kommt hier noch irgendjemand, der sich hier reinbeamt? Nee, danke. Ah, Ladescreen. Na, wahrscheinlich hier vorne. Immer eine gut bekannte Szene aus dem Original. Denn gibt es eine ganze Menge an Selbstschussanlagen, die gerade aktiv geworden sind. Und die fahren nämlich mit dem ja, mit dem Lift mit. Okay.
Okay, die haben wir schon mal erledigt. So, wo stehen die anderen? Oh. Also hier vorne sind quasi... Ah, nur die Auslöser. Haben wir es jetzt? Sieht gut aus. Ja, da stand die andere. Hier die nächste. Drei Stück. Sehr gut. Lässt ihr mich schon mal auf ein wenig Militärpräsenz schließen, die wahrscheinlich dann gleich erwarten dürfen. Okay, jetzt wird den Laden. Zeit zu trinken. Das ist die Frage, komme ich... Achso, ich kann ja runter durchkrabbeln. Dass die Sachen aktiv werden, mich über den Haufen schießen. Da vorne. Das ist ja die Frage. Was kann ich auf, worauf kann ich die schießen lassen? Die eigenen Leute an. Jawolla. Ja, das ist ja geil, dass ich auf die eigenen Leute hetzen kann. Super, hier gibt es schon mal Granaten. Oder zumindest eine. Die Freeman. Ja, gut. Da bin ich jetzt für die ganze Geschichte irgendwas könnte. Ich war nur die arme Sau, die das Ding da rinschieben musste. Gut. Dann holen wir erstmal die Eisenbahn. Richtig, richtig geil, wie atmosphärisch die ganze Sache hier aufgebaut ist. Also die ganze Lichtstimmung, die hier vorherrscht. Erste Sahne. Ah, wirklich. Auch die Texturen sind hier alle super nice. Geben der Sache einen sehr, sehr authentischen Look. Also wirklich gut gemacht. Na, steht noch wer? Just when I was starting to feel lonely. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. I'm ready. Let's do this before I lose my nerve. Nee, 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 du bleibst mir hier stehen. I'll secure this area. Muss ja nicht noch mehr Todesopfer produzieren als unbedingt nötig. So.
So, wenn die mir eine Surprise Party schmeißen. Na super. Ist denn hier hinten noch lang? So, ich bin mal gespannt, ob von den Jungs denn einer kommt. Oder nicht. So, 100, 100. Wir sind startklar. Schauen wir mal, was wir da machen können. Na denn, macht mal. Ja, da geht's doch gegen die Soldaten, Mann, und nicht gegen mich. Ja, ich sehe euch ja, ist ja. Machen wir das jetzt am blödesten. Will hier drin ja hauen, die hat drin ja hauen. So, Half-Life-Logo haben wir da oben, dann haben wir da ein Raketentriebwerk und eine Menge, Menge toter Soldaten und, oh Mann, fette Geschütz. Ja, nice. Also warum sie das nicht benutzt haben, das ist mir echt ein Rätsel. Das hätten sie mir ganz einfach wegballern können. Und ab geht die Luzi. Speichern. Wow, One-Shot-Kill. Nice. So, die drücken wir gleich. Ich meine, wer stellt denn hier oben Energie für einen Anzug hin und eine Granate? Okay, steht eine neue Eisenbahn. Oder auch da ist offen. Perfekt. Ich meine, ich muss da hinfahren. Ich schätze mal schon. Dann gucken wir mal. Sehr gut. Zugenergie haben wir.
Ah, hier sind wir. Ja, alles klar. Gar nicht mitgeschnitten. Bevor wir jetzt hier reinfahren. Ah. Erstmal ein bisschen klar Schiff. Was ist denn der jetzt in die. Oh. Ich dachte, den hat es gerade zerlegt. Sieht ja schon mal vielversprechend aus hier. Okay, hier geht's zumindest weiter. Irgendwo hoch. Na, wir gucken mal. Okay, dann werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal auf die nächste Etage fahren. Also die Jungs haben Spaß. So, wir heißen. Das heißt, wir müssen erstmal die ganzen Klammern lösen. Bei der Rakete. Aber ist noch viel wichtiger, wo ist denn hier der. Ach, hier ist die Leiter für die Etage tiefer. Er ist genau reingelaufen. Sehr geil. So, haben wir noch irgendwo ein bisschen Muni, alles klar. So. So, Klammer Nummer 1 hier löst. Achso, wie komme ich denn wieder hier hoch? Oh, ja, wird schon irgendwie klappen. So total viel Sinn, die ganzen Kisten hinzustellen, wenn du hier ein Raketensilo hast. Also echt mal. Leute. Hier erst. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier. Jetzt ist die Luke aufgegangen. Medikit drin.
Meine Güte, ordentlich Action. Gucken wir mal kurz hier auf der Seite. Okay. Dann wird sich wahrscheinlich jetzt hier irgendwo diese Waschtür öffnen. Ey, super. Na, hier steigen wir doch gerne ein. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ja, dann gucken wir mal. So, wir sind wieder ganz oben. Rein. Die Rakete steht oben und wir können weiterfahren. Natürlich sind doch schon die Soldaten alarmiert. Ich kann gerade in den Untertiteln hier sehen. Sie quasi schon mit uns rechnen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir jetzt irgendwo Leute treffen, wird richtig die Luzi abgehen. Mal schauen. Jedenfalls ist es nach wie vor ein sehr interessanter Tag, den unser Gordon Freeman hier erleben darf. So, aber auch hier werden wir sicherheitshalber wieder die Dings nehmen. Die Leiter. Ist ein bisschen wie bei Indiana Jones, wo die in den Minenschacht unterwegs sind. Und dann die andere Lore da nebenbei. Wow. So, jetzt raus. Okay, sieht zumindest erstmal safe aus. Oh Mann, ich wollte dich nicht hauen. Aber das ist eh schon gelegen. Jetzt wir rennen jetzt erstmal schnell hier rüber. Alter, jetzt geht er aber richtig ab. Meine Güte. Man merkt dann doch, man ist einfach nicht mehr der Schnellste bei so einem Shooter. Leicht eingerostet. So, wir holen erstmal unsere Eisenbahn nach vorne. Hey, warte mal, da gab es doch hinten.
Gibt's denn irgendwo ein Medipack? Natürlich nicht. Oder? Doch? Nee, gab's nicht. Das war auf der anderen Etage. Okay, vorne. Perfekt. Achso, da war ich noch mal drin. So, maximal alles ausgeschöpft hier. Ja, sehr schön. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Nee, okay. Also wir müssen da lang. Da noch die Schrotflinte ein. Kommt noch in der Rindelofen von euch. Gut, dann Weg, wo rausgehen. So eine Scheiße. Das laden wir mal schnell neu. Kann doch nicht sein. Ich weiß noch, dass ich noch in der Beta hier extremste Performance-Probleme hatte in dem Bereich. Was hier dann teilweise auf, weiß ich nicht, 20 FPS runtergegangen ist. Bisher haben wir aber konstante 60. Bin ich eigentlich ganz happy drüber. Gucken wir mal, was hält sich. Zumindest zeigt er mir 60 an. Fühlt sich ein bisschen langsamer an, aber egal. Scheint zumindest erstmal zu passen. Nicht weit hier noch. Leben draus schaffe ich, weiß es nicht. Alter, Alter, ey, die schießen ja von allen Ecken und Enden. Me!
So, die letzten zwei Schuss. Gut, wir müssen uns eine andere Strategie für das Ding zurechtlegen, weil irgendwie das funktioniert so nicht. Jetzt hier noch irgendwo hin herum war. Wir gucken noch mal kurz ein bisschen. So, keine Goodies drin, alles klar. Hier oben gab es jetzt noch ein Medipack. Der Ding ist, sobald wir. So, den haben wir. Wir bleiben jetzt mal etwas außen. Nee, kommst du nicht durch. Oh, fuck. Ist lustig, dass sie durch diesen Zaun nicht durchschießen können. Oh, Entschuldigung, kratzt gerade ein bisschen im Hals. Ist jetzt nicht die geilste Sache zum Kämpfen, aber so kann ich hier zumindest ein bisschen weiter aus, ja, ausrichten. Tja, können wir gucken, ob ich von hier oben vielleicht ein bisschen rankomme. So, noch einer. Nicht wie da hinten ausschaut. Nee, der liegt. Und hier rechts steht noch einer. Hinter dem Laternenmast.
Okay, den haben wir auch erledigt. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier irgendwie so ziemlich jetzt alle haben. Super, okay, den Bereich haben wir zumindest mal irgendwie geklärt. Auch so, dass wir das einigermaßen überlebt haben. Super schwierig, also wenn man den Glitch da nicht ausgenutzt hätte, dann hätte ich es super schwer gefunden, weil du von allen Ecken halt eingeschenkt bekommst. Und du nicht siehst, wo mit dem Boot herkommt. Ansonsten muss ich sagen, haben sie eine gute Arbeit gemacht mit der ganzen Performance, weil die läuft echt rund. Super, aber zumindest den erstmal schön aufmunitioniert. Ja, alles klar. Dann können wir hier weitermachen. Man ist auch geil, draußen geht total die Hölle ab. Ja? Ein Typ schlachtet alle ab und hier drin super entspannt. Bitte, lief doch. Dann wollen wir mal den Satelliten ins All schießen, würde ich sagen, oder? Satellite Launch System activated. 20 seconds remaining. 15 seconds. Guck mal, ich das hier nur wieder in den Latsch kommt. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Boah, mit den Schatten, ey, sieht so geil aus. Absolut geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. Super schöne Szene gesetzt. So, das heißt, die ist verschossen. Die Luke ist offen und ja, jetzt geht's da weiter, oder? Ich schätze mal, wird es auch das Ende vom Kapitel sein. Könnte ich mir vorstellen, alles andere würde auch keinen Sinn machen. Okay, wir müssen noch. Schön.
Schön noch in der Luft getroffen. Was du lebst noch? Gibt's denn da zu holen? Die Säcke und... Hm. 100%. So, dann nehmen wir jetzt die... Wäsche... krasse gelbe Bahn. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinfahren. Okay, also wir sind jetzt hier im neuen Kapitel Erfassung und werden dann in der nächsten Folge damit weitermachen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.